Hallihallo, liebe Leute, und hallo Maxi aus meiner Stufe. Ich grüße dich hiermit. Jawohl. So, willkommen zu Mount & Blade Warband. Wir waren zuletzt. Genau. Wir waren zuletzt in der Schenke, beziehungsweise haben den lieben Händler aus Yelkala nach einer Mission gefragt. Genau. So. Hier, bla 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 bla, das hatten wir ja letztes Mal schon. Und ich werde eure Männer jetzt anführen. Jawohl, gebt ihnen das Signal. So, ihr verlasst die Schenke und geht auf die Straße hinaus. An jeder Straßenecke stehen nervös aussehende junge Männer. Ihr erkennt, dass sie Dolche und Knüppel unter ihrer Kleidung verbergen. Und als ihr an ihnen vorbeigeht, spürt ihr den kurzen Blicken, die sie euch zuwerfen. Eine Mischung aus Angst, Erwartung und Stolz. Ihr hofft, dass eure Feinde von diesen gar zu offensichtlichen Verschwörern nicht alarmiert wurden und prüft ein letztes Mal eure Waffen, bevor der Kampf beginnt. So, jetzt packen wir unsere Kampfskills aus und begeben uns irgendwann in den Krieg hier. So, wir müssen uns gegen Banditen verteidigen. Sind das Banditen? Oh, hi, Schild. Es ist soweit, Leute, auf sie mit Gebrüll. Okay, ach, das sind sie. Ja, das sind vermutlich die Bösewichte hier. Oh nein, sie haben einen von unseren Mitgliedern getötet. Wie kann das sein? Oh Gott, warum kämpfen wir gegen drei? Finde ich jetzt irgendwie nicht so wirklich geil. Oh Gott, mein Controller ist. Oh Gott, mein Controller ist angeschlossen. So, jetzt nicht mehr. Ah, da habe ich sie alle getötet. Yo, yo, yolo madadolo. Yolo madadolo. So. Ja. Gut. Hallo? War es das jetzt? Ja. Die wenigen überlebenden Banditen zerstreuen sich in die engen Gassen der Stadt und werden einer nach dem anderen von der wütenden Stadtbevölkerung niedergemacht. Der Händler und ihr überzeugt euch von der Vollständigkeit eures Sieges und dass die Verwundeten versorgt werden, bevor ihr euch zu seinem Haus begebt und die Ereignisse des Tages Revue passieren lasst. Ja, ich denke mal, wir sollten nochmal mit dem Händler von Yelkala reden. Ha, gut gemacht. Ich sah mindestens drei Gegner zu Boden gehen, bevor es euch selbst erwischte. Kämpft weiter so und ihr werdet euch in diesen Landen einen ordentlichen Namen machen. Leider wurden ungefähr sieben meiner Kumpel verwundet. Ich sollte mich um sie kümmern gehen. Gut, was soll ich denn hier sagen? Ich würde sagen, lasst jeden Bösewicht den Namen Orangensaft fürchten lernen. Ja, das ist gut. Ja. Nun, ein paar von meinen Jungs halten den Wachhauptmann mit einem Messer an der Kehle in einem Hinterzimmer fest. Ich muss ihn vor König Graveth schleppen und erklären, wobei es sich bei diesem Friedensbruch handelt. Ihr braucht aber nicht mitzumachen. Ich sage euch was, wenn ich sage euch was, wenn alles gut läuft. Treffe ich euch in Kürze wieder in der Taverne und lasse euch wissen, wie alles ablief. Da fehlt irgendwie ein Satzzeichen. Ja. Wenn ihr mich nicht in der Taverne seht, sondern meinen Kopf auf einen Spieß über dem Stadttor, dann werdet ihr wohl genug Grips haben, eine Weile der Stadt fernzubleiben und zu vergessen, dass diese Geschichte je passierte. So, hoffentlich treffen wir uns wieder. Ja, da fehlen irgendwie ein paar Kommata. Boah, Kommata. Ich habe Kommata anstatt Kommas gesagt. Ich bin so schlau. Intelliklug bin ich. Yes! So, hier gibt's ja nichts mehr zu tun. Das heißt, wir können uns einfach verdrücken. So. Wir können auch hier bei einem Turnier mitmachen. Ihr seid auf Rang 1 des Turniers und 64 Teilnehmer sind noch dabei. Okay. Ja, dann platzieren wir einfach mal eine Wette auf uns selbst. 100 Dinare natürlich. So sei es. Kann ich hier also einsehen? Oh, Ymira und Katrin und Dranton kämpfen mit. Okay. Naja, da machen wir einfach mal mit. So. Kämpft in der nächsten Runde. Ich glaube, sowas habe ich noch nie mitgemacht, oder? Nee, ich glaube, sowas habe ich echt noch nie mitgemacht. Wie läuft das hier? Ich weiß jetzt mal, wie man ungefähr mit Stangenwaffen kämpft. Wenn man schnell genug reitet, dann hebt man automatisch die Waffe nach vorne. Würde ich gerade nur wissen, welche Farbe bin ich? Grün. Oh nein, ich greife die Grünen. Oh Gott. Das war jetzt aber knapp, du. Ich weiß
angreifen. Aber ich kann nicht meinen Verbündeten angreifen. So, dich erwische ich, dich erwische ich, dich erwische ich. Nein, ich erwische dich nicht. Habe ich irgendwie eine andere Waffe? Nee. Dich erwische ich, dich erwische ich. Ja! Ich habe ihn. Hab gesiegt. Alle anderen sind bewusstlos. Ja! Ihr habt... Der Sieg ist euer. Ihr habt diesen Nahkampf gewonnen. Aber nun müsst ihr euch auf die nächste Runde vorbereiten. Ihr seid auf Rang 2 des Turniers und 32 Teilnehmer sind noch dabei. In der nächsten Runde gibt es 2 Teams mit je 2 Kämpfern. Na dann platzieren wir wieder eine Wette auf uns selbst. 100 Dinare natürlich. So sei es. Und kämpft in der nächsten Runde. Wir sind wieder Team Grün. Haben diesmal einen Bogen. Oh Gott. Habe ich getroffen? Ja, habe ich. Oh Gott, habe ich... Ach, ich werde abgeschossen. Habe ich irgendwie eine andere Waffe? Nee. Na, wo ist mein Bogen hin? Ah, da. Ach, der Typ auf Pferd ist tot. Da kann ich doch bestimmt hier... Ha, das geht. Jetzt cheate ich hier voll. So, kann man hier irgendwie sprinten? Ach, mit Doppel-W dann vermutlich. Aber ich glaube, wir haben schon gewonnen. Ohne, dass ich überhaupt was getan habe. Gut, der Sieg ist euer. Ihr habt diesen Nahkampf gewonnen, aber nun müsst ihr euch auf die nächste Runde vorbereiten. Ihr seid auf Rang 3 des Turniers und 16 Teilnehmer sind noch dabei. In der nächsten Runde gibt es 4 Teams mit je 2 Kämpfern. Gut, dann platzieren wir einfach wieder eine Wette auf uns. So sei es. Und kämpfen in der nächsten Runde. Was habe ich denn jetzt? Was habe ich hier? Schwert und Pfeil. Nee, Armbrust. Oh nee. Ach so, ich dachte, die schießen auf mich. Piu! Ach, Jo, mal da, du. Oh Gott. Da habe ich jetzt aber ein bisschen Angst. Los, grüner Reiter. Du makes den Shit. Ich habe Angst vor dir. Ich töte dich. Und der. Oh Gott, noch ein. Oh Gott. Das ist aber knapp. Mit Rechtsklick muss man einfach im richtigen Moment blocken. Darum kriege ich teilweise hier keinen Schaden. Oh Gott, nein, du hast das Pferd von meinem Kameraden getötet, du Schwein. Ja, da haben wir gesiegt, Elite-Soldat. Du siehst auch glücklich aus. Du sahst glücklich aus. So, der Sieg ist wieder uns. Das ist immer der gleiche Text. Jetzt sind wir Rang 4 und es sind nur noch 8 Teilnehmer. Das heißt, wir platzieren wieder eine Wette auf uns selbst und kämpfen in der nächsten Runde. Diesmal haben wir ein Schild und ein Schwert. Das ist irgendwie, das glaube ich immer zu... Oh Gott, warum hat denn... Das finde ich jetzt aber unfair. Das finde ich jetzt sehr, sehr unfair. YOLO, wow, da, okay, der ist verbuggt. Das nutze ich aus und greife von hinten an. Du triffst mich nie. Piek. Ich piek dir in den Popo. So, habe ich gewonnen. Und jetzt snicker ich mir sein Pferd. Tja, oder auch nicht. So, Rang 5, 4 Teilnehmer. Und erstmal wieder eine Wette auf uns platzieren. Alter. Wenn wir gewinnen, erhalten wir 3500 Dinare. Ach nee, ich kann nicht mehr so viel setzen. Ich habe kein Geld mehr. Naja, kämpfe ich einfach in der nächsten Runde. Was bin ich jetzt für eine Teamfarbe hier? Ach, ich bin... Das finde ich jetzt aber frech. Ich bin der einzige Blaue. Was ist das für eine Verarsche? Oh Gott, der verfolgt mich. Geh weg. Dich kriege ich trotzdem. Nein, ich krieg dich nicht. Och, nee. Oh Gott, ja. Cool. Das ist jetzt richtig fresh. Soll ich jetzt die ganze Zeit im Kreis reiten, oder was? Ich hätte gern eine gute Waffe. Moment. Hat er vielleicht eine Waffe liegen gelassen? Nee, da liegt nur eine Armbrust. Scheiße. Oh, der Armbrust ist besser als keine Armbrust. So, YOLO Matadolo. Wie steige ich hier ab? Wo ist der Fisch? Oh Gott, nein, 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 nein. Aua, 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 mein Pferd. Aua. Ich habe 7 Schaden bekommen. Ja, bitte. Was ist denn das für einer? Ich muss diesen Typen töten. Ich krieg ihn aber nicht. Ach, ich reite jetzt einfach einmal bis nach ganz hinten. Und versuche dann mein Glück. Sagen wir so. Wo ist er denn? Ah, da bist du. Dich kriege ich, dich kriege ich, dich kriege ich, dich kriege ich, dich kriege ich. Und ich hab dich. Ja. Yeah. So. Dann bleiben wir jetzt einfach hier stehen. Und steigen hier ab. Oh Gott. Oh Gott. Piek, piek. Nein, piek.
Ah, kann ich damit Schaden machen? Nee, ne? So, jetzt. Jo. Wie sieht denn das hier aus? Warum laufe ich denn so behindert? Ich will doch. Kann ich nicht auf die Lanze hier nach vorne strecken? So, greif an. Ha, kein. Ach, der macht mir gar keinen Schaden, wenn ich ihn vorher treffe, oder was? Hier, komm, nochmal, komm. Irgendwie mache ich dir doch Schaden hier. Oder soll ich jetzt. Ach, ich gehe jetzt doch mit meinem Schwert drauf. Wie so ein Behinderter. Ja! Nein! Ja! Ach, gewonnen! Siegreich! Jetzt platzieren wir noch 10 Dinare auf mich selbst. Letzte Runde hier. Kämpfen. Was habe ich jetzt? Ein Bogen und ein Dolch. Wo ist denn der Gegner? Ach nee, der hat. Das ist doch. Was ist das? Oh! Hab gewonnen! Jümerer, nein! Das war doch meine Schildknappin! Ich hab grad meine. Was ist denn das für eine Logik? Alter, habe ich gerade viel Geld bekommen. Okay, jetzt haben wir ganz viel Geld. Können uns vielleicht sogar was hier beim Marktplatz kaufen. Mal gucken. Aber, hey, haben wir gerade. Jümere war doch meine treue, sexy Lady hier. Ich habe keine Ahnung, was sie war, aber irgendeine Begleiterin auf alle Fälle. Was kann ich denn hier gucken? Oh, Tutorial. Nee. Alter, habe ich viel Geld. Könnte ich mir jetzt einfach so ein. Alter, ist das teuer. Nee, damit könnte ich mir doch nicht so ein krasses Ding kaufen. Da müsste ich noch was sparen. Kann ich hier irgendwie ein Pferd kaufen? Oh ja, Pferde sind günstig, aber ich brauche kein Pferd. Und Rüstung? Gibt's irgendwie einen coolen Helm? So einen Freschen? Nee. Ich könnte mir diesen coolen. Oh ja, den Strohhut kaufe ich mir auf alle Fälle. Kann ich eigentlich mal die ganzen Stiefel hier verkaufen. Und das kann ich auch verkaufen. Ja, das kann ich auch verkaufen. Werkzeuge verkaufe ich. Und ich müsste mir langsam was zu essen für meine Männer kaufen. Machen wir das so. Ach so. Ach, zahl einfach, was du kannst. Mir doch egal. Da geht es mir jetzt gerade nicht so um das Geld. Ich will eigentlich nur lecker Brot kaufen. Man muss nämlich immer gucken, dass man genug Nahrung sozusagen für die Truppen hat. Und halt je mehr Verschiedenes man hat, desto höher ist die Moral der Truppen. Ich habe zwar keine Ahnung, inwiefern das, also auf was das so eine Auswirkung hat. Mir ist noch nie passiert, dass meine Leute weggerannt sind, aber sicher ist sicher. Kaufen einfach ein bisschen Verschiedenes. Aber vor allem Brot, ja? Wir wollen Brot für die Welt. Gut. Ich glaube, hier sind wir dann soweit fertig. Ach, wir können noch mal kurz in die Schenke gehen. Gucken, ob hier irgendwelche frechen Söldner sind. Hier. Oh, Alter, ist unser Hut schön. Das ist ein hübscher Hut. Das ist ein sehr hübscher Hut. Den behalten wir. Auf ewig. Wollen wir die haben? Ich weiß gar nicht. Brauchen wir euch? Nee, brauchen euch nicht. Ich bin mit meinen Männern mehr als zufrieden momentan. Hier, reden wir einfach mit dem Händler von Yelkala. Ey, Orangensaft, die Sache lief nicht ganz so gut, wie ich gehofft hatte. König Graveth konnte meinen kleinen Friedensbruch doch nicht so gönnerhaft übersehen. Oh, er ist schon dankbar, dass ich seinen kriminellen Hauptmann entfernt habe. Eine Wache der Banditen hereinlässt. Hä? Eine Wache der. Achso, eine Wache, die. Eine Wache, die Banditen hereinlässt, lässt für den richtigen Preis auch eine feindliche Armee herein. Aber er kann mich nicht hier herumspazieren sehen, sozusagen als bleibende Erinnerung daran, dass er sich um diese Angelegenheit nicht selbst gekümmert hat. Oh, das ist nicht ganz fair. Fair? Dieses Kalradia, mein Junge. Könige machen, was sie wollen, und der Rest von uns muss sich anpassen. Er hat mich nicht aufknüpfen lassen und mir sogar noch Zeit gegeben, meine Ländereien zu verkaufen. Hat sogar noch ein gutes Wort bei den anderen Kaufleuten eingelegt, damit sie mir einen fairen Preis machen. Das ist für einen König für wirklich sehr gönnerhaft. Aber er ist ein schwacher König, wie sie alle hier. Und schwache Könige müssen sich immer um ihre Autorität kümmern. Und dann erst um die Gerechtigkeit. Ich würde an seiner Stelle wohl dasselbe tun.
Jedenfalls würde ich König Gravev eure Rolle in dieser Angelegenheit nicht unter die Nase reiben, aber ihr habt seine Aufmerksamkeit erregt und er hat beschlossen, dass ihr des Hängens nicht wert seid. Und das ist etwas, auf das ich jederzeit anstoßen würde. Vielleicht hat er in Zukunft sogar Arbeit für euch oder ihr könnt euch oder ihr könnt eure Dienste einem seiner Mitbewerber anbieten. Hilfe! Ich kann wieder heute gut lesen. Nun, ich hoffe, ihr habt. Ihr habt einen seiner Mitbewerber. Was? Ihr habt ein bisschen darüber gelernt, was zu tun, um in diesem zerrütteten Land am Leben zu bleiben. Und ich vermute, dass das von euch verdiente Geld nicht verschwendet ist. Viel Glück. Dankeschön. Man. So, ich muss mich gerade ein bisschen entschuldigen für meine krassen Aussprachlesefehler, was auch immer. Es ist schon 22:45 Uhr nachts. Ich nehme jetzt auf, weil ich einfach vorher nicht dazu gekommen bin. Denn ich hatte vorher Schule gehabt. Und darum, also jetzt momentan hat ja wieder die Schule bei mir angefangen. Darum kam jetzt auch gestern nichts, weil ich ein bisschen fertig von der Schule war. Und ja, ich bemühe mich zumindest halt immer mein eines Video am Tag hochzuladen. Das ist aber nur bedingt möglich momentan. Einfach halt wegen der Schule und sowas. Und der YouTube ja eigentlich nur ein Hobby von mir ist. Lade ich halt hoch, wie ich lustig bin. Hahaha, ich bin so lustig. Wohin gehen wir jetzt als nächstes? Wir sind ja jetzt momentan freie Männer. Aber das ist auch an sich jetzt eine gute Stelle, um einfach den Part zu beenden. Denn je früher ich beende, desto früher lade ich ihn auch hoch. Ja, das ist wirklich so. Also, gut. Ich würde sagen, dann war es das jetzt. Und wir sehen uns vermutlich dann morgen wieder. Also, bis dann.